Puh, spürt ihr das? Es ist kälter hier oben. Bitte geht nicht in den Lagerraum. Es herrscht völlige Unordnung und ich konnte ihn noch nicht vorzeigbar machen. Ich wollte aufräumen, konnte aber nicht viel ausrichten. Ich bin für den Lagerraum verantwortlich. Er muss sauber sein. Ich wollte gehen, als es ruhiger wurde. Bin aber auf die Barriere gestoßen. Ich fand keinen anderen Ausweg, also kehrte ich zurück an die Arbeit. Oh, Wayne, ihr hättet etwas sagen sollen. Ich hätte die Tür für euch geöffnet. Der Lagerraum ist mir vertraut. Ich bin lieber hier. Nein, da habe ich wohl Glück gehabt. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Und den Turm hätte ich auch gerne so wie vorher. Vielleicht kann uns Nile ja alle retten. Nile, der Magier. Er war mit einigen anderen hier und hat die Litanei von Adrella mitgenommen. Aber das ist ein Schutz vor Gedankenkontrolle. Ist hier Blutmagie am Werk? Ich weiß es nicht. Nile war bei dem Treffen. Er weiß es sicher. Blutmagie. Das hatte ich befürchtet. Wir sollten Nile suchen. Mit der Litanei haben wir im Kampf gegen die Blutmagier zumindest eine Chance. Viel Glück. Vielleicht ist es bald vorbei und alles wird wieder so wie vorher. Lebt wohl. Aber selbstverständlich. Tötet mich nicht! Ich weiß, ich habe kein Recht, Gnade zu erbitten, aber ich wollte keinesfalls Tod und Zerstörung auslösen. Wir wollten uns nur befreien. Aldred sagte, der Zirkel unterstütze Loghain und der würde uns helfen, uns von der Kirche zu lösen. Ihr wisst nicht, wie es hier war. Die Templer haben uns ständig beobachtet. Ständig beobachtet. Sie war nur Mittel zum Zweck. Sie gab mir die Macht, für meine Überzeugung zu kämpfen. Für seine Überzeugung zu kämpfen ist lobenswert. Aber der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Das glaubt ihr doch nicht wirklich, Wynn, oder? Veränderung kommt selten friedlich. Andraste hat dem Reich den Krieg erklärt und nicht nur einen geharnischen Brief geschrieben. Sie hat die Zivilisation neu geformt, die Sklaven befreit und uns die Kirche gegeben. Aber Menschen sind dafür gestorben. Wir dachten, jemand muss den ersten Schritt machen, die Veränderung um jeden Preis erzwingen. Was ihr diesem Ort angetan habt, ist es nicht wert. Jetzt ist Aldred wahnsinnig und wir sind alle verstreut und dem Tod geweiht. Gefällt euch jene, die unsere Fehler wieder gut zu machen trachten? Was soll ich sonst tun? Ich sitze hier in der Falle. Danke. Der Erbauer wird dafür sicher wohlwollend auf euch herabblicken. Schon gut, schon gut. Aber der Turm war schon lange vor dem Zirkel hier. Es war schon immer unwahrscheinlich, dass wir die Ersten waren, die seine Hallen mit Magie gefüllt haben.
jemand nochmal. Sind die Dämonen fort? Sicher? Ich will nicht sterben. Wenn ihr sicher seid, könnte ich mal einen Blick riskieren? Oh! Au! Oh. Ja. Ich hab mir den Hals verrenkt und mein Hintern ist eingeschlafen. Oh, heiliger Erbauer, seht nur! Diese Dämonen wussten wohl gar nicht, was sie erwischt hat. Godwin, Magier beim Zirkel von Ferelden, zu euren Diensten. Überall waren Dämonen, die mir den Ausgang versperrten. Ich dachte, es sei am besten, mich irgendwo zu verstecken und mucksmäuschen still zu bleiben. Ich will irgendwo in Sicherheit sein. Vorläufig bleibe ich einfach hier oder ich gehe wieder zurück in meinen Schrank. Mit euch? Während ihr Dämonen und Abscheulichkeiten jagt? Danke, lieber nicht. Nehmt es nicht persönlich. Ihr seid sicher eine großartige Gesellschaft und auch sonst sehr nett. Aber es ist mir einfach zu gefährlich. Nochmals danke, dass ihr mich gerettet habt. Vielleicht sehen wir uns unter weniger lebensbedrohlichen Umständen wieder.